Also, dann erzähle ich so ein bisschen, was euch erwartet, auch was euch nicht erwartet. Das ist fast das Spannendere, glaube ich. Also es ist kein klassischer Naturgarten, was viele unter einem Naturgarten verstehen, wo es zu jeder Jahreszeit maximal blüht. Darum geht es mir nicht, ja, sondern ihr wisst ja vielleicht, wie viele Insekten tatsächlich von Pollen und Nektar profitieren. Kann es einer ungefähr sagen? So wie viel Prozent so von den Insekten? Also man rechnet so 8 bis 10% profitieren von den ganzen Blühwiesen und auch den Maßnahmen, die die Kommunen machen. Das ist überhaupt wenig. So, 8 bis 10%. Ich hätte auch gedacht mehr. Ja, es ist nicht so viel, wie man denkt. Nee. Der Hintergrund ist folgendes, wie der Mensch so tickt, was schön ist und was dem Auge so gut tut, so ein bunter Schmetterling oder ein schönes Wildbienchen oder die meisten kennen den Unterschied auch zur Honigbiene nicht. Ja. Für die meisten sind es einfach Honigbienen, einfach Bienen. Ja. Die meisten denken ja, das sind die Honigbienen und die stellen einen Nistkasten oder im Prinzip einen Bienenstock hin und dann habe ich aber ganz viel für die Natur getan. Das ist halt das Gegenteil der Fall. Mhm. Ja. 90% der Insekten sind halt eben nicht von Nektar und Pollen abhängig, ja, sondern die findet ihr unten in der Krautschicht oder unten in der Streuschicht, also Krautschicht heißt unter den Blüten oder in der Streuschicht ganz, ganz unten. Ja. Und das sind die ganzen Wanzen, das sind die ganzen Laufkäfer, das sind die Heuschrecken, die ihr kennt, das sind die Zikaden, das ist alles Mögliche, die entweder am Blatt saugen oder am Blatt fressen. Ganz viel. Ja. Selbst in der Entwicklung Schmetterlinge findest du da und nicht oben an den Blüten, ja, also an den Raupenfutterpflanzen. Mhm. Also zum Beispiel an den ganzen Doldenblütern den Schwalbenschwanz. Und wenn man das wegmäht, da kommen wir nachher noch wegen Mahdkonzept drauf, über den Winter, dann ist zum Beispiel die zweite Generation vom Schwalbenschwanz futsch. Mhm. Dann sind die ganzen Wespenspinnen futsch. Da ist zum Beispiel an den Gräsern, da, wie wir einige sehen, da fliegen relativ viele Schachbrettfalter rum. Also relativ viele, würde ich sagen. Ja. Die sind alle weg, wenn er das im Prinzip ungeschickt zur ungünstigen Zeit wegmacht und die stehen lässt. So, wir kommen aber nachher noch drauf, wenn ihr alle stehen lasst, passiert was. Am Telefon kurz gesagt, das gleiche Thema haben wir auch, Hartriegel. Ja. Wir hätten halt irgendwo ein Hartriegelgestrüpp, so es wäre dunkel, ja, und die ganzen Heuschrecken oder alle, die Wärme lieben, die Arten wären nicht mehr da. Ja. Vielleicht zerstöre ich so ein bisschen auch nachher das ein oder andere, ich sag mal, den Kindheitsgedanken, wo man gelernt hat als Kind. Ja, wenn ich in den Wald gehe, das ist Natur. Was schätzt ihr dann, wie viel Natur oder wie viel Wildnis? Wildnis heißt, vom Menschen quasi nicht gestaltet, ne, wir in Deutschland haben. Was schätzt ihr? 2%. Wie viel Prozent? Nein, 2 ist das Ziel, aber 1,6% sind wir davon weg. Okay. So meine ich, 0,4% ja, oder so. 0,6. Also nach der wissenschaftlichen Definition von Menschen nicht gestaltet, nicht umgestaltet, sind wir bei 0,0. Also wirklich, also man sagt, es gibt keinen, das ist nicht wissenschaftlich einig, es gibt keinen Quadratmeter, den der Mensch nicht gestaltet oder umgestaltet hat. Jetzt kommen wir zum Beispiel zum Bayerischen Wald. Der Bayerische Wald war früher Wirtschaftswald. Und den Bayerischen Wald lässt man seit 50 Jahren in Ruhe. Ja? Da ist dann erstmal die Artenvielfalt ein bisschen gestiegen. Und jetzt sinkt sie wieder. Weiß jemand warum? Es wächst halt, wenn ich es komplett in Ruhe lasse, so ein Wald, dann passiert Folgendes. Ich habe letztendlich durchsetzungsstarke Arten, die setzen sich durch. Und je länger ich das so mache, desto mehr setzen sich wenige Arten durch und die sich nicht durchsetzen können, die bleiben aus. Alter, viele Spinnen drin. Das sind, jetzt ist natürlich, wie gesagt, am Ende der Blütezeit, vor 3-4 Tagen noch, ja, da war da, also mittlere Wespe, kennt jeder? Mittlere Wespe ist quasi wie eine kleine Hornisse. Gibt's die, ich glaube, die Arbeiterinnen sind schwarz und die anderen sind, glaube ich, sehr aus wie eine Hornisse. Man kann sie schwer unterscheiden voneinander. Hornissen sind drin, alle möglichen Wanzen. Jetzt später Büffelzirpen, alles Mögliche. Ja. Also die Büffelzirpen, die Zikaden, die, da werden wir noch mehr sehen. Die sind jetzt noch ein bisschen klein, die Finch momentan relativ schwer. Aber da tut sich brutal viel da drin. Ja. Und das darf auch so bleiben. Und wie gesagt, das ist auch, dafür wird halt auch gemäht ein Stückle. Ja. Also das ist immer diese Abwechslung, die wir haben. Ja. Oder hier zum Beispiel, das ist ein ganz stinknormaler Ackergrasbüffel. Könnte man kaum glauben, wie einfach solitär da wächst. Ja. Krass, gell? Das ist keine irgendwie. Ist das nicht die. Verwechsel ich die gerade? Ich dachte, die Ackerkratzdistel sei die kleine und das sei die Kratzdistel. Oder täusche ich mich? Ganz normale Kratzdistel. Ja, muss ich mal schauen. Ja, hinten die Ackerkratzdistel, du hast recht, die ist ein bisschen kleiner. Ja. Kratzdistel ist es. Ja, bei mir ist auch so ein Trumm, das ist so dämlich vor der Photovoltaik hochgekommen. Aber ja, muss man wegmachen. Aber das nee, muss man nicht wegmachen, ist die einzige. Schau, da hast du zum Beispiel hier da ein Rüssel. Hoppala. Da zum Beispiel ein Rüsselkäfer, seht ihr denn? Ja. Das ist
Holger kann schöne Fotos machen. Da sind zum Beispiel die Rüsselkäfer drin. Ja. Das ist jetzt ein Kratzdistelrüssler. Das sind fotogen. Ja. Die sind toll, ja. Wir haben einen Ohrenzwicker beobachtet, wie er da minutenlang drin gehangen ist. Schau mal, da hast du zum Beispiel eine Weichwanze drin. Hier, ja. Wahrscheinlich so zweifelig Weichwanze. Müsste ich mir genau anschauen. Und also da ist echt, also du hast dann, keine Ahnung, Marienkäfer, alles Mögliche. Also da lebt in so einer einzelnen Distel. Also. Aber wir gehen mal hinter. Ich glaube, da war eine Waschmühle, die so ein Schnuck ist. Aber das ist cool. Also. Also das ist zum Beispiel der Fenchel, ja, den haben wir eigentlich mit Weiben schon hingestellt, weil wenn ich ihn rausstelle, treffe ich ihn nicht wieder mit. Da waren heute ganz viele Fakten da, an den ganzen Kontakt. Die hängen ja da dran, haben die ganze Zeit den Rekt auf, bitte. Also, das soll eine Eidechsenburg sein, oder? Nein, das ist im Prinzip Baumaterial. Das lagert schon seit ein paar Jahren hier. Also inzwischen hat es diesen Biotop. Wir wollen hier die Trockenmauer weitermachen. Wir haben hier Eidechsen, aber mit Alexander die letzten vier Wochen keine gesehen. Entweder ist das zu heiß oder immer schwer zu sagen, mit Vögeln und so. Ja. Katzen, man sagt, Katzen ist ein Thema, aber ich glaube, Katzen ist ein Hauptproblem. Ich glaube, Vögel ist das größere Problem. Ja. Wir haben teilweise 12 Eidechsen im Jahr gesehen, und zwar unterschiedlich. Ihr habt keinen Zaun. Also da hast du normalerweise aber einige Fotos. Ja, ohne nicht. Bei uns. Wir haben einen Zaun, weil die Klappen ja, wenn ich solch eine riesen Totholzklumpen bei mir reinlege, dann ist der Garten voll und hat keinen Platz mehr für was anderes. Oh, schaut schon cool aus. Wir haben also da hinten ist Totholz, da ist Totholz. Also wir haben eigentlich überall Totholzbereiche drin. Ne? Aber das ist halt so der größte, den wir haben. Ja. In Summe haben wir, glaube ich, so 15 Tonnen ungefähr Totholz im Garten. Wenn es reicht, ich weiß es nicht. Ich zeige euch mal, das erste Stück Totholz war das Weidenstück da hinten. Das ist ganz witzig, wie wir das geholt haben. Genau. Haben wir auf der Webseite auch. Ja. Das war das erste, spiegelt ein bisschen. Ja. Mhm. Ja, das war das erste Stück Totholz. Ja, haben sie einfach immer noch. Ach, das war auf dem Link. Genau. Genau. Ja. Das war das erste Stückchen. Das war. Würde ich mal richtig holen, mein Holz. Ja, mein Frau hat da eben mit dem Holz hier in der Gegend im Grün heißt. Und das hat eine Weideeinheit auf 1,5 Meter. Das ist ein Leben, aber 2,5 Meter. Da haben wir mit 250 Arten die meisten Insekten von, ich glaube, also 40, 50 teilnehmende Kappen. Da hat man die meisten Arten gemonitort. Wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, würde ich sagen, ist ein Witz. Wir haben im ersten Zählzeitraum fast 250 Arten und jetzt sind wir bei 285 im zweiten Zählzeitraum. Also wenn ich es zusammenzähle, wir werden auf 450, 500 Arten kommen, verschiedene hier. Ja, aber alle mit Foto natürlich. Also nicht das, was man vorbeifliegt und dann falsch bestimmt, sondern wirklich alles mit Foto. Das ist übrigens ein Thema, wo du extrem viel lernst im Insektenmonitoring. Ja. Da lernst du wirklich über den Insekten, sagst du, was für ein Bedürfnis, wo kommen die vor, was. Du lernst wahnsinnig viel. Also du lernst mit jedem Insekt was dazu. Das ist irre, ja. Kann ich echt nur empfehlen, ja. Also wir haben es jetzt auch angefangen, deswegen gerade ja, bei uns auf der Pfefferburg. Cool, wir können uns betteln, das ist cool. Nee, nicht wirklich. Anzahl Arten haben wir festgestellt, auch wir müssen erst noch ein bisschen Basis schaffen. Deswegen, ja, aber das kriegt deswegen schon kam hin. Man ja eigentlich ursprünglich, also das war ja so die Vorgeschichte, weil wir haben Insektenmonitoring gemacht das erste Mal in unserer Gruppe. Und da haben wir ja festgestellt, auf unserer Wiese, Pfefferburg, also so nennen wir das, so Streuobstwiese, an Hanglage, da haben wir halt festgestellt, wir haben da fast keine Insekten gefunden. Okay, viel zu wenig. Wie ist außenrum? Wie ist die Landschaft außenrum? Komplett von links und rechts im Busch. Wilde Gärten, oder? Wald ist auch in der Nähe. Ja, aber es ist nicht so schlecht. Also, wenn du jetzt so einen riesen Glyphosateintrag schon mal hast, ist schon mal. Deswegen, die kommen dann schon. Also du hast ja diese Trittsteinbiotope, kennt ihr ja wahrscheinlich. Ja, dass du sagst, die wollen ja wandern auch die Arten. Das ist schon da. Du willst ja keine Population für dich aufbauen, die dann irgendwann zusammenbricht wegen Inzucht. Ja. Aber so kann man ja dann auch indirekt oder ich dann zu ihnen, weil. Dann habe ich halt mal so ein bisschen recherchiert. Genau. Ne? Ist per Du für alle okay? Ja. Also gut. Deswegen, weil wir ja unsere Wiese im Moment mit den Schafen mähen und da haben wir, glaube ich, zu früh gemäht, da haben wir alles ab, also alle Insekten. Weil es dem Schäfer halt nein passt. Ja, genau. Das war so der Ursprung. Genau. Ne? Schafe ist, kann ich was dazu sagen, so ein bisschen. Schafe ist
Also Schaf, eine Maat mit einem Schaf ist besser als keine Maat, ja. Klar, gar keine Frage. Ja. Allerdings ist eine Maat mit einer Kuh oder mit einem Pferd viel besser als eine Maat mit einem Schaf. Und woran liegt das? Schafe kommen eigentlich aus dem alpinen Bereich, die haben im Flachland eigentlich ursprünglich gar nichts zu suchen. Ne? Und ein Schaf ist eigentlich so gebaut, dass ein Schaf von so Steinen da Flechten runterkratzen kann mit den Zähnen. Ne? Die dann zu alt verbeißen. Jetzt hast du die ganzen zweijährigen Pflanzen, die unten die Blattrosetten bilden, also eine wilde Möhre oder sowas oder auch keine Ahnung, eine wilde Karde, alles was da hochkommt, so, ja. Das machen die dir alles kaputt, das fressen die dir alles weg. Die Pferde nicht? Ja, Pferd macht mit den Lippen, die fressen mit den Lippen. Die kommen gar nicht, die gehen nicht so tief runter, die fressen es oben und eine Kuh, die macht es mit der Zunge, die umschlingt es so und rupft raus. Aha. Und eine Ziege? Eine Ziege ist eher ziemlich nah am Schaf, ja. Ja. Ja, Muscatella halt mal. Dabei. Das müsste Schafgarbe sein. Weiß und rosa. Und hier eine Malbe. Schubladen, die wir haben. Wir kennen Außenland, also Wiese oder sowas, und wir kennen Wald. Und dazwischen gibt es schon Strafgebrauch, die auch ein Landwirt, das gibt eigentlich, da fällt und sowas noch. Ganz viel, aber auch in der Realität, der Wald hört auf. Ja, genau. Und da gibt es so einen Waldrand mit ein paar Büschen und das ist es dann eigentlich. Und dann Siedlungsgebiet. Ja. Siedlungsgebiet, genau. Siedlungsgebiet. Aber eigentlich das, was wir eigentlich, was eigentlich bräuchten, was schön wäre, das würde ich da gerade. Manstrow ist hier schon schön am Blühen. Eine ganz andere Landschaft vorgestellt, aber was die Bäume, viel Abstand, viel Licht kommt rein. Ja. Das heißt, du hast Bäume, wo Arten drauf angewiesen sind, du hast Fische da drin, du hast Straßlandschaften da drin, ja, du hast Blumen und alles mögliche. Also diese, was sagt man? Ja, solche Blumenflächen, die hätte ich auch gerne noch. Okay, zeige ich gleich. Es gibt einen Link auf der Webseite, geht eigentlich 2 Stunden, das war auf dem Naturgartentag. Die Blumenwiese, ne? Über generell über artenreiche Wiesen, genau. Und was das Interessante ist, vielleicht, ich sage euch mal das Fazit. Biodiversität, es gibt ja überhaupt Diversität, also Vielfalt drin, genau. So. Und es ist recht einfach, wenn du den Garten anlegst, mit dem Vielfalt, ihn auch vielfältig, dann kriegst du auch die Biodiversität. Also es bringt nichts mehr, du sagst, ich mache mir in meinem 300 Quadratmeter Garten 10 Tonnen Totholz rein, da gibt es vielleicht eine Totholzking, ja, Totholz Thomas oder sowas. Aber ich habe sonst nichts, weil die Arten können sich entwickeln, aber viele Arten haben halt mehr als ein Bedürfnis. Also nochmal ein Beispiel. Du hast es zum Beispiel, sag mal, Balkenschröter, kennt jeder? Ja. So ein großer Käfer, der im. Ich zeige dir das. Das zeige ich doch, bevor wir losgehen. Aber hier ist der so ähnlich wie ein Hirschkäfer. Ja, wie ein Hirschkäfer. Also, ist recht groß und der entwickelt sich im Totholz. Aber wenn er den nachher findet, das war der von da. Das ist der Sabine. Ja. Da ist Schröder, kennst du? Das war ein Balken. So wie ein. Genau. Wollt ihr auch sehen? Schau mal. Ganz großer Käfer. Balkenschröder, ganz groß. Schau mal her. Riesenkäfer, gell? Okay, und der Balkenschröder, den findet ihr nachher in der Wiese, weil da versteckt er sich, da sucht er sich die Nahrung. Ja. Die Libellen, das gleiche, die brauchen eine Zeit für den Wiese. Das vielleicht noch ganz kurz vorab. Wir haben das Insektenmonitoring letztes Jahr gemacht und für den Vortrag haben wir uns die ganzen Bilder angeschaut, alle. Und haben geschaut, wo sind die entstanden, die Bilder. Egal, ob es eine Libelle war oder was. So, und jetzt sind wir wieder in meinem Garten. Leider hat die Kamera ein bisschen gezickt und ich hatte auch vergessen, sie aufzuladen, sodass leider nicht alles gefilmt werden konnte. Es wurden noch viele spannende Sachen erzählt, wie zum Beispiel das Mähkonzept, dass man Bereiche der Wiese tatsächlich bis ins nächste Jahr stehen lässt, dass man auch nicht unbedingt nur
sagt diesen Abschnitt jetzt und diesen Abschnitt 2 Monate später. Und wenn man halt sagt, aus diesem Bereich schneide ich jetzt ein Stückchen raus, so einen Kreis, wo dann praktisch so eine Kuh simuliert wird, die hier was abfressen würde und dadurch dann einfach ein frisch abgemähter Bereich entsteht. Und was natürlich auch interessant war, ist, dass er vieles mit einer Teleskopheckenschere mäht. Oder dass er halt auch auf die Höhe achtet, wenn zum Beispiel gemäht wird, dass nicht außersehentlich ein Igel runterkommt. So wie ich es hier ja auch gemacht habe, dass ich das Gras einfach höher stehen habe lassen, wo ich es abgemäht habe und eben nicht bis runter. Und so entstehen dann einfach vielfältige Lebensräume. Also es war ein sehr, sehr schöner Tag dort. Vielen Dank, dass wir da kommen durften. Und ja, euch wünsche ich eben auch, dass ihr euch inspirieren lasst von solchen Gärten, dass ihr etwas tut. Es ist unheimlich interessant, was man da dazulernen kann. Und ja, je vielfältiger so ein Garten ist, je mehr Lebensraum er anbietet, ja, auch hohes Gras ruhig mal stehen lassen. Das tut nicht weh, es muss nicht alles gemäht sein. Wir machen das ja für die Insekten und die brauchen das. Die brauchen diese unterschiedlichen Lebensräume, dass es eben weiterhin Schmetterlinge gibt, dass es weiterhin Bienen gibt, Wanzen, Käfer, Zikaden, was auch immer. Okay, also macht's gut. Ciao, ciao.